Achtung, in diesem Let's Play könnten verstörende Inhalte vorkommen und ihr könntet eventuell auch gespoilert werden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 3 Reload. Wir haben das letzte Mal ein bisschen die Stadt erkundet, konnten auch ein paar unserer Werte verbessern. Also vor allem den Mut im Moment, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir Charme und Wissen auch noch verbessern können. Ich bin jetzt hier abends im Wohnheim bzw. in unserer Geheimbasis und stehe eigentlich kurz davor, wieder nach Tartarus zu reisen. Ich denke mal, ich werde hier mit allen noch mal kurz reden, bevor ich meine Reise nach Tartarus fortsetze. So. You have some time? Für deine erste Nacht im Tartarus hast du dich sehr gut geschlagen. Und wie war es? Ah, es war schon anstrengend. Ich verstehe. Es ist schwierig, die Erschöpfung zu vermeiden, die man in der Dark Hour erlebt. Während des Erkundens gegen Schatten kämpfen zu müssen, ist besonders anstrengend. Aber mit der Zeit wirst du dich garantiert an die Anstrengungen gewöhnen. Detektiv Kurosawa kann die Dark Hour übrigens nicht erleben. Er ist nur ein normaler Polizist. Aber er weiß, was wir tun, zumindest grob, und hilft, wo er kann. Ist es nicht ziemlich naiv, wenn da irgendwie Leute dem erzählen, so, ja, es gibt so eine Stunde zwischen den Tagen und da sind so böse und der so, ja, hier, ich habe hier Geheimwaffen. Er ist schon irgendwie sehr naiv. Ja, mich interessiert eigentlich eher, wie du ihn kennengelernt hast. Naja, er hat mir vor einer Weile mal geholfen. Vertrau mir, du kannst auf ihn zählen. Was ist denn los? Ich wollte nur plaudern. Wie geht es allen? Gehen wir in den Tartarus? Nicht so wichtig. Ich wollte nur plaudern. Du darfst nachts nach draußen gehen, aber sei bitte vorsichtig dabei. Ja. Junpei ist Ramen. Sag mal, dieses Ding, das wir benutzen, um unsere Personas zu rufen, der Evoker, wieso muss der eigentlich wie eine Schusswaffe aussehen? Ich meine, man muss schon etwas schräg drauf sein, um sich eine Waffe an den Kopf zu halten und abzudrücken, oder? Berechtigte Frage. Der Tartarus macht mich irgendwie total fertig. Du weißt doch, dass auf Berggipfeln die Luft immer so dünn ist. So ähnlich fühlt es sich an. Was ist mit dir, Yuki-kun? Ja, ist schon ermüdend. Ja. Du auch, Wir müssen uns wohl langsam dran gewöhnen. Okay, gucken wir mal. Zum Tartarus. Hier stehen verschiedene Pläne und Kontaktdaten. Status von allen prüfen. Heute Abend können scheinbar alle rausgehen. Ich sollte mich bei allen melden, die heute Abend raus können. Und Dark Hour. As we explore Tartarus, this will be our temporary base of operations. I'm counting on you to take charge during the operation. Taktik. Drücke Steuerkreuz in deiner Runde, um das Taktikmenü zu öffnen. Dort kannst du deine Gruppenmitglieder in deiner Runde austauschen. Mit direkten Befehlen kannst du ihre Aktionen steuern. Freihandeln. Das Gruppenmitglied wählt selbstständig und situationsabhängig die beste Option aus. Voll auf Angriff. Das Gruppenmitglied priorisiert Angriff über alles.
SP bewahren. Das Gruppenmitglied wählt Aktionen, die sparsam mit SP sind. Heilen Unterstützung. Das Gruppenmitglied priorisiert die eigenen TP und konzentriert sich auf Erholung. Direkte Befehle. Das Gruppenmitglied handelt gemäß den Befehlen des Spielers. Taktiken können über den Status im Menü eingesehen und geändert werden. Rufe den Status auf und drücke L1, R1, um zwischen Status prüfen und Taktik umzuschalten. Dort kannst du die Taktik der Gruppenmitglieder anpassen. Okay, das finde ich höchst interessant, denn eigentlich, ich habe schon gemerkt, dass die autonom handeln, Junpei und Yukari. Ich persönlich möchte die aber lieber selber steuern. Also wenn ich das selbstständig machen kann, wäre das schon ganz cool. Aber hier kann ich noch nicht die Taktik auswählen. Schon der Aufenthalt im Tartarus ist aus irgendeinem Grund anstrengend, oder? Ob es wohl daran liegt, dass wir hier so viel kämpfen? Naja, nicht so wichtig. Wollen wir los? Ich bin bereit. Okay. Okay, also ich konnte jetzt Yukari theoretisch aus der Gruppe schmeißen oder halt mitnehmen. Dasselbe gilt wahrscheinlich für Junpei. Was ist mit Mitsuru? Hm. Alle haben ihren eigenen Kampfstil. Manche greifen lieber an, andere ziehen die Abwehr vor. Du entscheidest, wie wir uns im Kampf verhalten. Ich habe hohe Erwartungen an dich. Ich bleib zur Unterstützung hier. Kann ich irgendwas für dich tun? Nö. Gut. Dann geht's los. Oh, that reminds me. Besprechen wir unser erstes Ziel für diese Erkundung. Unsere Nachforschung zufolge ist der Tartarus in mehrere verschiedene Bereiche unterteilt. Wenn wir den Turm weiter hinaufsteigen, erreichen wir irgendwann eine Stelle, die zu einem neuen Bereich führt. Diesen Punkt zu erreichen, sollte unser erstes Ziel sein. Alright. Sind alle bereit? Ja. Denk daran, überanstreng dich nicht. Du kannst jederzeit über die Teleporter zurückkehren. Du kannst immer in die höchste Ebene zurückkehren, die du an diesem Tag erreicht hast. Ah ja, hier, bitte. Solltet ihr euch jemals in Gefahr befinden, zögert nicht, sie einzusetzen. Heilpulver, Auferstehungsperle, Trafuri, Jewel. Das war von meiner Seite alles. Viel Glück. Ich werde versuchen, das durchzuziehen. Leader. Die Größe aller Ebenen kann variieren, aber man muss nicht zwingend jeden Winkel erkunden. Und ob ich das tun werde? Direkt die Treppen anzuvisieren ist auch eine gute Variante. Das ist jedem selbst überlassen. Sprinten. Du kannst sprinten, indem du R2 drückst und hältst, während du dich bewegst. So bewegst du dich schneller fort und kannst den Tartarus dadurch effizienter erkunden. Sei aber vorsichtig, denn Gegner entdecken dich leichter, wenn du sprintest. Let's give this our best shot. Okay. Dann mal los. This really is the school, huh? Layout here looks kind of familiar. Was auch immer das war. Ausdauerband. Ja, das macht doch Sinn. Ich frage mich, was das hier alles die ganze Zeit ist. Okay.
kann ich wahrscheinlich alles verkaufen. So. Ein feiger Maya. Ist das nicht der, mit dem wir... Ach, guckt mal. Taktik. Okay, weil wir sind jetzt Junpei. Das heißt, ich kann Junpei jetzt einfach so steuern. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also, er hat Hermes mit dem Krafthieb. Vielleicht machen wir es aber erstmal so. Oh, sehr cool. Sehr gut. So, wartet mal, wir nehmen Yukari. Können wir nicht Yukari auswählen? Schade. Na gut. Okay, krass. So, eine neue Persona namens Pixie. Dann nehmen wir die doch. Sehr gut. Junpei, der Pseudo-Italo. Perfetto. So, wir haben bisher hier keinen Weg ausgelassen. Das heißt, ich kann hier entspannt weitergehen. Möchte allerdings einmal schauen. Wir haben jetzt Pixie dazu bekommen. So, Pixie hat eine Schwäche gegenüber Eis und einen Widerstand gegenüber Blitz. Okay, sie kann auch TP regenerieren und hat Polimpa. Hohe Chance, Verwirrung bei einem Gegner zu bewirken. Okay. Sie kann aber auf Stufe 4 ein Elektroangriff lernen, was cool ist. So. Freundliche Waldfee, die sich eher vor Menschen verstecken. Sie spielen Faulen gern Streiche. Angeblich sind sie die Seelen toter, ungetaufter Kinder. Gar nicht verstörend oder so. Wir nehmen sie mal mit. Ja. Wahrscheinlich findet sich eine ganze Menge dieser seltsamen Mineralablagerungen im Tartarus. Vermutlich sind das kristallisierte Überreste von Schatten. Da sind garantiert nützliche Materialien drin. Wenn ihr welche findet, bricht sie auf. Habe ich ja bereits schon gemacht. Das finde ich sehr geil, dass es jetzt erst kommt. Zerstörbare Objekte. Überall im Tartarus befinden sich zerstörbare Objekte und Schattenüberresten. Schlage sie kaputt, um an die Items in ihrem Inneren zu kommen. Lass deiner Zerstörungswut freien Lauf.
So, hier ist nichts im Anfangsraum. Dann gucken wir mal. Ah, okay, der hatte eine Eisschwäche. Dann wechseln wir doch nochmal. Persona-Karten im Besitz. Wenn du eine Persona wählst, die du bereits besitzt, dann erhalten alle Personas mit derselben Arcana Erfahrung. Dann machen wir das mal. Ein Tempoband. So, ich finde hier richtig nützliche Ausrüstung. Vielleicht sollte man das auch nicht zu übereifrig bei dem Detektiv kaufen. Na, Moment, ich glaube, hier war die Schwäche, ne? Ich werde jetzt am Anfang immer schön EP erstmal fördern, damit wir so stark wie möglich werden. Okay, das hat richtig gezischt. Führe Buch über alles bereits entdeckt, über alle bereits entdeckten Bereiche. Wenn ein Weg einmal entdeckt wurde, dürfte es kein Problem sein, euch wieder dort entlang zu navigieren. Da sich der Tartarus aber ständig verändert, sind die Aufzeichnungen beim nächsten Besuch schon wieder nutzlos. Minikarte und Bewegungsabkürzungen. Während des Erkundens kannst du mit L1 die Minikarte öffnen, die deinen aktuellen Standort und deinen zurückgelegten Weg anzeigt. Sie zeigt auch den Standort von Gegnern und Schatztruhen an. Du solltest sie also regelmäßig konsultieren. Wenn du die Treppe gefunden hast, kannst du von jedem beliebigen Punkt aus die Abkürzung verwenden, um zur nächsten Etage zu gelangen. Es könnte sich aber auch lohnen, die aktuelle Etage vollständig abzusuchen, bevor du sie verlässt. Okay. It's a treasure chest. Okay. Ein Heilpulver.
könnte tatsächlich einmal vielleicht den Skill benutzen, Dia auf mir selbst und auf Junpei. So. Dann sind wir wieder nice und fresh. Shadow spotted. What's the plan? Sehr gut. There's two. Here's your chance to attack. Pull the trigger. The enemy's down. Good hit. What next? So, it's Shuffle Time. Neben kleines Arcana-Karten, die gelegentlich in Shuffle Time auftauchen, können in seltenen Fällen auch großes Arcana-Karten auftauchen. Du kannst nur ein Exemplar jeder großen Arcana-Karte pro Tag erhalten. Die Anzahl der großes Arcana-Karten, die du pro Tag erhalten kannst, ist begrenzt. Hast du die maximale Anzahl an großes Arcana-Karten erreicht, findet ein Arcana-Schub statt, der den Rang deiner kleines Arcana-Karten erhöht. Sammle so viele kleines Arcana-Karten wie möglich. Ja, dann nehmen wir doch mal hier den Arcana nahe. Das ist unseren Social Link erhöht. So, wir haben jetzt bei Sudi erlernt. Und Hermes hat Agi erlernt. Mega gut. Na, aufpassen. Okay, dann nehme ich jetzt dieses Mal Geld. Damit wir uns auch schön neue Ausrüstung kaufen können. So, das war jetzt wichtig. Ein Zwielichtfragment, das ist auch wichtig. Na, sieh mal einer an. One teleporter sighted. They'll take us back to the entrance, but I'm down to keep going. Nee, wir gehen weiter. Good hit.
Pull the trigger. Yo! Sehr gut tackelbar. Ein Ausdauerband, dann geben wir das doch dem Junpei. Ich erfasse einen starken Gegner vor euch. Bleibt wachsam. Let's see. Der Frequenz des Signals nach zu urteilen, ist das zweifelsohne ein stärkerer Gegner. Es wäre am besten, sich vor dem Angriff neu zu gruppieren. Das Gerät dort. Das könnten wir vielleicht verwenden. Seht es euch an. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich unbedingt neu gruppieren muss. Weil der Auftrag heißt ja, besiege die Gegner an deinem Weg. Warte. Es ist zu gefährlich, noch weiter zu gehen. Sieh dir das Gerät dort an. Okay, das Spiel will nicht, dass ich weitermache. Die Konsole zeigt eine Ziffernfolge an. Verstehe. Wähle auf dem Gerät bitte die erste Ebene aus. Das sollte dich zurückschicken. Oh, okay. Jetzt sehen wir hier, wie es aussieht. Wir haben hier Tor nach Tartarus als Eingang und Ebene 5, Garten der säkularen Thebel. I knew it. Ich wusste es. Those devices are teleporters. They're portals that are all connected to one another. Once activated, you should be able to travel between any of the other devices. Be sure to activate any you come across. They'll be quite useful during future expeditions. Nicht alle Teleporter sind Einbahnstraßen. Manchmal findest du auch andere Teleporter. Dieser Teleporter funktioniert wie ein Aufzug. Über ihn kannst du dich zwischen Ebenen hin und her reisen, die einen Teleporter besitzen oder zum Eingang zurückkehren. So kannst du den Tartarus effizienter erkunden. Alle haben ihren eigenen Kampfstil. Manche greifen lieber an, andere ziehen die Abwehr vor. Du entscheidest, wie wir uns im Kampf verhalten. Ich habe hohe Erwartungen an dich. Bleibe zur Unterstützung hier. Kann ich irgendwas für dich tun? Ebene 5 ist die höchste Ebene, die du bisher erreicht hast. Erkunde so viel von Tartarus, wie du nur kannst. Hatte ich ja vor. Ich denke, ich werde jetzt hier vielleicht eine kurze Pause einlegen. Allerdings würde ich das nächste Mal nochmal versuchen, nach Tartarus zu gehen. Ich weiß nicht, ob das Spiel mir einfach nur zeigen wollte, dass ich mich zurückteleportieren kann, bevor irgendwie ein Zwischenkampf kommt. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.